Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich euch zeigen, wie man leckeren Masala-Chai-Tee kocht. Ja, es wird heute ein sehr kurzes Video, weil man braucht ganz wenige Zutaten dafür und es geht sehr, sehr schnell. So, für Masala-Chai, Masala sind eigentlich so die Gewürze. Von den Gewürzen her habe ich jetzt, ich hoffe ihr seht das. Also hier habe ich Zimt, habe ich ein bisschen Zimt genommen, dann habe ich hier noch drei Nelken habe ich genommen und drei Kardamoms. Die werde ich jetzt noch ein bisschen anrösten und dann habe ich hier noch ein kleines Stück Ingwer, das werde ich noch zerstampfen im Mörser. Und dann brauchen wir noch schwarzen Tee, ich habe hier jetzt einfach einen schwarzen Teebeutel. Ich lasse jetzt erstmal das Wasser kochen, während das Wasser jetzt kocht. Also vom Wasser her könnt ihr einfach, wie beim Teekochen auch, könnt ihr ganz normal die Menge an Wasser nehmen, was ihr normalerweise für Teekochen auch nehmen würdet. So, während das Wasser sich jetzt erhitzt, werde ich jetzt noch die Gewürze ein bisschen anrösten. Und das machen wir jetzt auch direkt. Dafür braucht ihr kein Öl, gar nichts, sondern einfach nur ein bisschen in der Pfanne das ein bisschen anwärmen. Und ich habe jetzt im Mörser noch Ingwer drin, das werde ich jetzt auch noch zerstampfen. Falls ihr euch fragt, warum ich eigentlich die Gewürze hier ein bisschen erhitze, dadurch riecht es einfach besser am Ende. So, diese Gewürze gebe ich jetzt auch noch in den Mörser mit rein und werde das auch noch ein bisschen zerstampfen. Und dann gebe ich das anschließend alles zusammen in das gekochte Wasser mit rein. So, ich habe hier jetzt die ganzen Gewürze drinnen mit dem Ingwer und die restlichen Gewürze. Und das gebe ich jetzt hier in das kochende Wasser mit rein. So, jetzt lasse ich das noch ein bisschen kochen. Am besten ihr stellt euren Herd einfach auf die mittlere Stufe. Oh, ich habe hier die eine Nelke vergessen. Die eine Nelke, das tue ich jetzt auch noch mit rein. Ich lasse es jetzt noch circa so 5 Minuten kochen. So, ich habe das jetzt ungefähr nur 2 oder 3 Minuten kochen lassen, weil das riecht schon verdammt gut. Ich werde jetzt noch schwarzen Teebeutel mit dazu reinlegen. Hier diesen schwarzen Teebeutel gebe ich jetzt noch mit rein und lasse den jetzt kochen. So, der Tee ist fertig gekocht. Ich kann es euch jetzt nicht so richtig zeigen. Ich sehe das ja hier ungefähr, wie es jetzt aussieht. Ja, insgesamt hat es nur so 5 Minuten gedauert, gar nicht so lange. Und es riecht verdammt gut. Manche trinken das jetzt so, sieben es aus, geben etwas Zucker hinzu und das war's. Für mich ist aber ein Chai ohne Milch kein Chai, deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen Milch dazu. So, da ist jetzt nur Schwarztee mit diesen Masala-Gewürzen drinnen. Da werde ich jetzt noch Zucker reingeben. Und hier ist auch erstmal nur schwarzer Tee, aber ich werde jetzt noch Milch und Zucker hinzugeben. So, ich wollte hier jetzt noch Milch dazu geben, aber wir haben leider nur Kokosmilch da und ich weiß nicht, ob die Kombination so gut sein wird. Deswegen gebe ich hier jetzt Kondensmilch dazu. Das ist ja schon gesüßt, deswegen brauche ich da keinen Zucker mehr. Ich gebe da jetzt nicht so viel, sondern nur ein bisschen was. So, jetzt ist auch schon mein Masala Chai fertig. Es ist noch ziemlich heiß. Ich versuche es mal zu probieren. Also riechen tut es auf jeden Fall. Oh mein Gott, das riecht so himmlisch.
Ihr müsst es auf jeden Fall ausprobieren. Ich denke sowieso, dass die meisten schon Chai kennen, aber wenn man das selber nochmal macht, dann schmeckt es verdammt lecker. Also probiert es einfach aus, ne? Oh. Tut das gut! Es ist echt verdammt lecker. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie man Chai, Masala Chai, kocht. Probiert es auf jeden Fall aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ja, heute ist leider ein sehr kurzes Video geworden, aber trotzdem ist es ein leckeres Rezept, was ich euch gezeigt habe. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss!